meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja, während der Videos, den Let's Showplay Videos, gehe ich natürlich auch mal ab und zu auf Kommentare ein, habe aber da nicht so ausführlich die Zeit und wollte das jetzt einfach mal ein bisschen ausführlicher machen. Unter dem Stichwort gute Zeilen, schlechte Zeilen, einfach mal ein bisschen ausführlicher über Kommentare reden, solange ich dafür Zeit habe. Fangen wir einfach mit dem ersten Kommentar überhaupt zu meinen Let's Showplay Videos an. Zum sechsten Teil, Hardcore, geschrieben, göttlicher Spruch am zweiten Mineneingang, gute Mine am See, erschöpft aber kann tiefer. Das bezieht sich also auf die Mineneingänge an der Färberei, die ich ja alle benannt habe. Er schreibt hier, dass er also durch Gronkh-Seite auf mich gestoßen ist. Da habe ich mal ein, zwei Mal einen Kommentar geschrieben und halt auch einen Link zu meinen Videos gepostet. Er ist also tatsächlich da dem Link nachgegangen, auf mich gestoßen. Das war halt noch die Zeit, wo ich hier mit 20, 25 Abonnenten am Werkeln war, frisch gestartet, bin mit dem sechsten Part gerade meiner Serie da hochgeladen. Ja, nochmal dickes Danke für diesen Kommentar. Aufmunterung dabei. Richtig hingeguckt. Sowas bringt einen immer weiter. Man merkt einfach, er hat sich das Video angesehen und greift halt einen Punkt raus, der ihm besonders gefallen hat. Wunderbar. Dann nächster Kommentar von Honeyball LP, eine der wenigen weiblichen Let's Playerinnen. Was heißt, es gibt ja nur weibliche Let's Playerinnen. Also aus der Let's Player-Szene eines der wenigen weiblichen Mitglieder. Mit ihrem eigenen Kanal bei YouTube durchaus sehenswert. Nicht nur ihr Minecraft-Let's Play, einfach weil es ganz anders ist, als man es so kennt. Ich habe da mal ein bisschen auf ihre Stimme angespielt. Sie war zu der Zeit erkältet. Hoffe, es geht ihr wieder besser. Und sie hört sich halt so an, als ob sie da eine Heliummischung geatmet hätte. Ja, Entschuldigung, meine Stimme ist auch nicht gerade wieder mal die beste. Kanal ist durchaus einen Blick wert. Sie macht also auch andere Spiele, Jedi Knights zum Beispiel. Kann man auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ja, hier auch einfach mal auch Kritik zum Video, was man halt machen, besser machen könnte. Lob für das Intro, danke. Ja, das hat auch ein bisschen Arbeit gekostet, ist allerdings noch ein anderes Intro, was ich hier in der achten Folge hatte. Aktuell habe ich ja das mit dem Creeper-Hintergrund, dem wabernden. Obi-Wan Kenobi, einer der Mitstreiter aus alten Trackmania-Zeiten. da habe ich im Kommentar zum Let's Showplay 13 wohl was auch mein über die Trackmania-Videos gesagt. Dazu hat er sich gemeldet. Was haben wir hier? Nick the Cruiser. Tronic Man. Ja, Lautstärke war damals noch ein Thema. Inzwischen habe ich das ja etwas besser im Griff. About Minecraft. Auch ein Mitspieler, Mitstreiter aus alten Trackmania-Zeiten. hat seinen eigenen Kanal jetzt mit About Minecraft und stellt dort Mods vor. Interessant, auf jeden Fall auch ein Blick wert, da mal reinzugucken. Doc Rattle, cooles Bauwerk, cooles Video. Da habe ich also das Unknown Creeper Memorial Special, Folge 18. mein erstes Special. Wo ich also ein Bauwerk ganz gezielt vorstelle. Mein erstes Video in HD. Die Minecraft-Video bis dahin waren alle in etwas niedrigerer Auflösung, aber trotzdem recht guter Bildqualität, die ich dahin bekommen habe. So ehrlich muss ich dann schon sein. Einfach hier Aufmunterung, Lob, danke, toll gemacht.
Oh, Doc Rattle nochmal. Das Steampunk Texture Pack in Folge 22 habe ich drüber gesprochen. Ich habe es zwar nicht benutzt, aber in Folge 22 habe ich mich mal ein bisschen über Texture Packs ausgelassen und unter anderem halt auch etwas ausführlicher über das Steampunk Texture Pack gesprochen, warum es mir gefällt, was ich dran besonders finde und so weiter. Also die Folge einfach interessant auch wegen des Kommentars. Dann geht's Folge 23 und folgende. Geht's um die Minecart-Strecken. Da habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht, wie ich die baue, was ich da mache. Was haben wir hier? Steampunk. Jawohl. Dann. Hier geht's nochmal um die Bahnen. Güterzüge. Zig. Ja. Wer die Folgen dann gesehen hat, 23, 26, wo ich also die Minecart-Strecken baue, wird sehen, der Tunnel zwischen der Strandhütte nach Puerto Vallarta, der da so über Eck geht, der liegt halt richtig schön auf dem Meeresgrund. Das hat also alles genau gepasst, so wie ich es haben wollte. Ja, Liam 9225, auch ein Mitstreiter aus Trackmania-Zeiten. Schreibt ja mal ein bisschen ausführlicher, was er so macht. Wir haben uns also auch in Trackmania ein bisschen übers Videomachen unterhalten, gegenseitig Tipps ausgetauscht, was man so machen kann und wie es gut aussieht. Cooles Video, wie machst du das mit der Karte? Da spielt er also darauf an, dass ich halt mit Cartographer mir eine Karte erstelle und die halt im Video, im Showplay auch einblende. Werde ich, glaube ich, mal ein Tutorial dazu machen oder so eine Art Tutorial, wie man das macht, warum das sinnvoll ist, was ich damit beabsichtige oder warum ich das mache. Ja, Folge 29 bin ich mal anscheinend wieder in den Kommentaren ein bisschen abgeschweift. Kann mich jetzt ehrlich gesagt allerdings auch nicht mehr so genau dran erinnern, worum es da ging. Neue Baustelle, viele Duschen. Da geht's um den Minecart-Tunnel nach Puerto Vallarta, weil der halt teilweise unter Wasser läuft. Gab es beim Bau viele Duschen. Er antwortete auf einen anderen Kommentar. Ja, das Texture Pack, was ich da benutzt habe, war das Borderlands Texture Pack, glaube ich. Hat mir sehr gut gefallen, weil es einfach ein bisschen anders war, weil es auch stimmig war. Misas HD Texture Pack ist das Beste. Ja, ist natürlich toll, aber wird halt auch von vielen benutzt, kennt jeder. Und gerade das ist für mich ein Grund, ein anderes Texture Pack zu nehmen und zu spielen. Ich mache also nicht besonders gerne das, was alle anderen auch machen. Habt ihr ja vielleicht schon mitgekriegt, wenn ihr meinen Kanal verfolgt oder meine Videos seht. Und ja, Misas Texture Pack, ganz klar, sieht gut aus, genial. Zumindest durch Gronkh kennt das also natürlich jeder. Und deswegen werde ich also immer andere Texture Packs nehmen, damit er halt einfach auch mal was anderes zu sehen bekommt. Ja. Das soll's soweit erstmal für den ersten Teil von gute Zeilen, schlechte Zeilen gewesen sein. Ihr seht, es ist ja noch einiges an Kommentaren da, wo man durchgehen kann, wo auch noch Interessantes dabei ist. Das gibt es dann im nächsten Teil. In diesem Sinne, springt nicht von der Zinne und adieu mit Ö.